Logbucheintrag Nummer 16, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Endlich gute Nachrichten, die Engine ist wieder gestartet. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass das Außenteam sich um die Anomalie kümmert. Vom letzten Funkspruch haben wir gehört, dass sie sich der Anomalie so nah wie möglich nähern konnten und nun versuchen werden, sie auszuschalten. Wir warten hier an Bord alle sehr gespannt und drücken ihnen die Daumen. Jo, damit sind wir wieder hier. An diesem super epischen Ort. Da wäre ein Heilkristall, das ist schon mal gut. Da oben ist eine Lebensanzeige für den Sternenparasiten. Wow, das hier sah ein bisschen aus wie der Schlund von so einem Viech. Und da drüben ist die Schwarmkönigin. Okay. Das kann also sein, dass die uns vielleicht mit Eiern bewirft. Oh, was war das jetzt? Ich habe da gerade irgendeinen orangenen Kreis gesehen. Achso, wir sind hier im Einflussbereich der Anomalie. Ha, gefangen sozusagen. Gut. Wir haben einen Journal-Eintrag und wir können nicht speichern. Das heißt, wir müssen das jedes Mal neu machen. Geomologie. Ah ja, der letzte Stein. Parasitensplitter. Parasitensplitter sind instabil. Wenn sie fallen, erschaffen sie lokale Kraftfelder. Um sie aufzusammeln, musst du das Desorption-Feld zerstören, was sie erzeugen. Für diesen Zweck ist es notwendig, Gegner in das Kraftfeld zu locken oder etwas hineinzuwerfen. Sie können außerdem benutzt werden, um das Modul für die Feuergranaten der Bombarde zu chargen. Also ja, wir kommen da nicht rein, ohne dass wir nicht irgendwas reinwerfen. Probieren wir es erstmal mit dem. Nice. Now I can attack the parasite. Versuchen wir es erstmal mit. Also den Köder reinwerfen funktioniert. Und wie viel Schaden nimmt der Parasit? Ah, ordentlich. Okay, ist au. Ah ja. Sludge Queen wirft Jungs nach uns. Mhm. Gut, der ist aufgeladen. Der kriegt die hier hoffentlich weg. Wechseln wir wieder zu Nummer 1. Okay. Gut, das war jetzt noch relativ leicht. Okay, sie ruft wieder. Ja, sie ruft wieder Truppen. Versuchen wir uns gleich mal um die zu kümmern. Du siehst okay aus. Wie geht's dir hier so? Distracten will ich. Ich will dich eigentlich ordentlich. Okay, der eine hat sich in die Luft gejagt.
Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie ständig welche ruft. Ah, das war die falsche Taste. Ich wollte ja eigentlich... Okay. Du machst den da. Wir warten, bis hier noch mehr kommen. Dann... Das war die falsche Richtung. Mach mal dein Force Field an. Au. Das ist jetzt weniger schön. Heil dich mal schnell hoch. Und mach die da kaputt. Und jetzt belebt den da schnell wieder. So, sehr gut. Und du heilst dich ganz schnell mal. Der ist schon wieder hier. Das ist nicht gut. Töte einfach irgendwas. Ach ja, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, die Energiezellen, also die grünen Splitter, die wurden von den Entwicklern aus dem Spiel genommen. Mit der Begründung einfach, um das ganze Upgrade-System von den Spacesuits zu balancen. Komm, ich brauche den Forcer. Ups. Okay. Das war jetzt nicht so praktisch, dass ich ihn runtergeschmissen habe. So, wir überspringen das Intro mal kurz. Ja, wir müssen halt... Das ist fast wie so eine Art Boss-Fight. Wir haben ja sogar oben da eine Boss-Fight-Anzeige. So. War hier hinten? Ah. Da war der Nomser. Gut. Distress Signal. Nice. Now I can attack the parasite. Gut, das hat Damage gemacht. Nicht wirklich. Ach, das diesmal Damage, ja. So, jetzt ruft die Swarm Queen erstmal. Swarm Queen. Swarm Queen ist was anderes. Truppen. Und ich stelle mal meinen Smash Fist auf aggressiv um. Gut, dann geht jetzt die nächste Granate rein. Hoffe ich mal. Jawohl. Einmal kurz hochheilen. Aufpassen, dass ich nicht wieder meinen Smash Fist irgendwo reinbombe. So, der ist ziemlich umringt, also macht er mal einen Rundumschlag. So, du aktivierst das Ding. Und holst den nächsten Splitter.
So. Gleich nochmal aktivieren. Und dann, bevor die nächste Welle kommt, schießt du das mal da rein. Genau, noch einmal und wir haben es geschafft. Nein, Bombarde da hinten hin, bitte. Das war nicht so gut. So, Dumm und Umschlag. So, weg mit dir. Du tötest da den letzten. So, und du schießt noch einmal hier rein, hoffentlich, und dann war's das Ganze. Jawohl. Kapitel 2. Yay. Flucht. Dunkelheit. Eine Möglichkeit, seinen sterblichen Körper loszuwerden, um Schwerelosigkeit und Zeitlosigkeit zu fühlen. Aber dieses Mal bin ich im Schatten, nichts aus meinem freien Willen. Zeit, um hier rauszukommen. Okay. Behavior Enemies. Ja, das kennen wir schon alles. Die hören, sehen und so weiter. Caves. Runestones, Resources, Exploration Points, Sensors. Okay. Hier wird einer weggeschliffen. The pirates took my power cells. I am almost unarmed. It's good they didn't find my blades inside the suit. The Shadow Shift will take me out of this cage in no time. Ah, wir spielen endlich den Shadow. Also den letzten Zwerg des Außenteams. Shadow Shift. Shadow instantly also Shadow kann sich sofort zwischen Verstecken hin und her teleportieren, wenn keine Objekte in der Nähe sind, die ihn blockieren. Verstecke können durch dieses Symbol erkannt werden, wenn man die Shift-Taste, die Alt-Taste drückt. Okay. Gut. Game saved. Journal-Einträge, 2 Stück neue. Gemologie, achso, das hatten wir ja bereits hier mit den Parasites. Und Ethnologie, ja, die Fishman Pirates. Genau, nach den Whistler Pirates kommen jetzt die Fishman Pirates. Piratengefängnisse. Hoch oben in den Spitzen des Stalagmitwaldes sind die Piratencamps. Die Piratenlager. Ihre Gefangenen Behälter, um genau zu sein, Holzkäfige, hängen über dem Abgrund. Über den Abgründen. Es ist einfach, aus diesen Käfigen zu kommen, aber es gibt keinen Ort, wo man hinfliegen kann. Flüchtlinge werden alle gleich behandelt. Oder alle streng behandelt. Entweder mit einem Speer im Kopf oder indem man sie die Klippe runterstößt. Um zu den Käfigen zu kommen und wieder zurück, benutzen die Piraten Aufzüge.
konstruiert aus Böten und Seilwinden. Also ja, wir haben Shadow. Der kann zum einen sein Shadow Shift, den wir gerade schon gesehen haben, der uns einfach zu irgendeinem Versteck portet, was gut ist. Und wir haben Hush. Was macht das denn? Erzeugt eine Sphäre aus Hush, also wahrscheinlich Asche oder Staub, um Shadow herum. Und unterbricht jede Geräusche. Um diese Fähigkeit zu chargen, muss Shadow Gegner töten, ohne bemerkt zu werden. Okay. Gut, wir müssen zwischen den Piraten durchkommen, indem wir Shadow Shift benutzen. Shadow Backstep. In order to also um einen fatalen fatalen Schlag zu landen, muss sich Shadow leise an seinen Gegner anschleichen, von hinten anschleichen. Die Hush-Fähigkeit hilft, sich leise zu bewegen. Okay. Das war nicht so geplant, glaube ich. Also einmal hier hin, dann fährt der Käfig runter. Das ist jetzt noch nicht so schwierig. Ja, Shadow Backstep. Weil da sind nur Deckungen. Da hinten ist wieder ein Versteck. Das war nichts. Ich frage mich gerade, wie mache ich die Nahkampfangriffe? Also nochmal hier hin. Dann erst nochmal hier hin. Shadow Backstep. Okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Quicks. Ah, ich gucke mir nochmal die beiden Journal-Einträge an. Mach jetzt einen Quicksave, so. Ah, da oben kommt dann ein Zeichen, wenn ich im Tableau-Reichweite bin. Hä? Das war auch nicht richtig. Muss ich da oben auf das Ding klicken vielleicht? Ah, ich muss doppelt auf ihn klicken. Okay. Ah, das war zu langsam. Okay. Nein, das hat nicht geklappt. Okay, neuer Zwerg. Ich muss mich erst an ihn gewöhnen. Nein, weil Shadow hat auch fast keine Lebenspunkte gerade im Augenblick. Einfach um das Ganze wahrscheinlich etwas schwieriger zu machen, dass man sich von Anfang an an die Fähigkeiten gewöhnt. Genau. Das passiert dann nämlich. Gibt es eigentlich keine, ich guck mal kurz in den Controls, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass die sich langsamer bewegen? Character Screen? Nein. Okay. Warum greifst du den nicht an?
das finde ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen blöd, dass er den nicht angreift. Ein Versuch nochmal. Vielleicht muss ich ja erst auf S umstellen. So, das hat jetzt diesmal geklappt. So, aber... Abschluss, Logbucheintrag Nummer 16, Captain Kirkbeard. Erfolg! Das Außenteam hat es geschafft, die Anomalie zu zerstören. Leider ist haben wir durch die Explosion der Anomalie die Verbindung zu unserem Außenteam verloren. Wir versuchen unser Bestmögliches, diese Verbindung wiederherzustellen. Denn ohne das Außenteam können wir hier nicht weg. Kirkbeard. Ende.